In diesem Video geht's um die Leitmotivtechnik und welche Rolle sie für die heutige Filmmusik spielt. Viel Spaß! Moin moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du ab jetzt regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, vergiss nicht jetzt ein Abo zu hinterlassen und am Ende des Videos auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir das Video gefallen hat. Was du gerade gehört hast, war eine absteigende kleine Terz und danach eine aufsteigende Quarte. Oder aber auch das sogenannte Kuckucksmotiv und danach das sogenannte Jagdmotiv. Und bei diesen zwei Tönen, die nacheinander erklungen sind, spricht man bereits von sogenannten Motiven. Das sind kurze, einprägsame, melodische, harmonische und oder rhythmische Gebilde. Zwei Beispiele für ein melodisches Motiv hast du bereits gehört. Das waren das Kuckucksmotiv und das Jagdmotiv. Es gibt aber auch stark rhythmische Motive. Und ein rhythmisches Motiv ist zum Beispiel das, was wir am Anfang vom 20th Century Fox Jingle hören. Also dieser kurze Musikeinspieler, der immer dann kommt, wenn ein Film von 20th Century Fox angeschaltet wird. Klingt so. Und bei diesem kurzen Bereich könnte man bereits von einem Motiv sprechen, das hier von der Snare getrommelt wird. Ein harmonisches Motiv finden wir zum Beispiel in Star Wars, die sogenannte Rebellenfanfare. Und hier würde ein einzelnes Fragment aus einzelnen Noten, aus einer Melodie nicht ausreichen, um die Rebellenfanfare zu beschreiben. Denn hier bedarf es der Akkorde, welche ja nicht nur tonleitereigene Akkorde von der jeweiligen Tonart, in der die Fanfare gespielt wird, sind, sondern hier kommen auch noch chromatische Töne dazu. Genauso kann man natürlich auch das Gefährtenthema vom Film Der Herr der Ringe als Motiv beschreiben. Charakteristisch für alle Motive, die du bis jetzt in meinen Beispielen gehört hast, ist, dass man jedes Motiv auch einer gewissen Person zuordnen könnte, einer Personengruppe, bestimmten Tieren, auch Firmen und bestimmten Charakteren, Handlungen und Gefühlen und Emotionen. Das Kuckucksmotiv können wir, wie der Name schon sagt, natürlich dem Kuckuck zuordnen. Das Jagdmotiv können wir nicht nur der Jagd zuordnen, sondern auch dem Kampf und Krieg. So wird es in vielen Hollywood-Filmen natürlich zurzeit gemacht, dass auch mal das Jagdmotiv zu hören ist in einem längeren Thema. Die 20th Century Fox Fanfare und auch am Anfang das Motiv der Perkussionisten können wir natürlich der Produktionsfirma 20th Century Fox zuordnen, aber genauso gut auch die Vorfreude auf einen Film damit beschreiben. Die Rebellenfanfare aus Star Wars stellt natürlich unverkennbar das Motiv der Rebellenallianz dar, aber auch für den Kampf für das Gute. Während das Gefährtenthema das Motiv für die Gefährten des Hauptcharakters sind, die im Laufe der Zeit, im Laufe der Filme natürlich immer größer werden, die Gruppe um Frodo, die da zum Schicksalsberg hinreist, und dementsprechend entwickelt sich dieses Motiv. Wenn ein Motiv jetzt, so wie die Motive, die wir eben schon gehört haben in den Beispielen, symbolische Funktionen vorwegnimmt, dann sprechen wir übrigens schon von einem sogenannten Leitmotiv. Und genauso wie Leitmotive können sich auch ganz einfache Motive in einer Komposition, in einem Werk weiterentwickeln und verselbstständigen. Ein gutes Beispiel für die Weiterentwicklung eines Motivs ist die Star Wars Trilogie, die das Heranwachsen des jungen Anakin Skywalkers beschreibt. Während uns das Schicksal des kleinen Jungen bereits ebenso bekannt ist wie das Leitmotiv des Darth Vaders aus den Teilen 4 bis 6, so können wir die Präsenz des Vader-Motivs während der ersten drei Teile immer stärker Partei über Anakin und sein unschuldiges Leitmotiv des kleinen Skywalkers sowie über das Leitmotiv, welches die Liebe zwischen Anakin und Padme symbolisiert, ergreifen hören, bis es seinen Höhepunkt im dritten Teil erreicht, als Anakin zu Darth Vader wird. Der Begriff des Leitmotivs tauchte übrigens erstmals 1871 in Friedrich Wilhelm Jähns Verzeichnis der Werke des Komponisten Karl Maria von Webers auf.
Nach anderen Quellen soll Hans von Wohlzogen diesen Begriff geprägt haben. Aber wir sprechen hier nur von einem Begriff, denn das Leitmotiv selber, ohne jetzt diesen Namen zu tragen, das gab es viel, viel früher, wenn man sich das Ganze theoretisch mal anschaut. Während der Begriff des Leitmotivs nämlich 1871 erstmals auftauchte, gab es vor Karl Maria von Weber schon eine Vielzahl von Komponisten, welche Leitmotive in ihren Kompositionen nutzten. Geschichtlich reichen erste Leitmotive sogar bis in die griechische Antike zurück. Zum bekanntesten Anwender der Leitmotivtechnik zählt übrigens bis heute der Komponist Richard Wagner. Richard Wagner hat in seinen Opern hunderte von Leitmotiven erklingen lassen, variiert und weiterentwickelt und wiederum mit neuen Leitmotiven verknüpft, obwohl Richard Wagner zu seinen Lebzeiten gar nicht vom Begriff Leitmotiv gesprochen hat. Er hat diese kleinen, erkennbaren Motivstücke als Erkennungsmotive bezeichnet. Aber bis heute ist das Wort Leitmotiv und der Name Richard Wagner, diese beiden Begriffe sind ganz, ganz stark miteinander vernetzt. Eines der bekanntesten Leitmotive Richard Wagners, welches bis heute auch noch in der Filmmusik Anwendung findet, ist das Motiv der Walküre. Heutzutage stellt die Leitmotivtechnik neben der Mood-Technik oder zu Deutsch Gefühlstechnik und dem Underscoring, also dem Unterschreiben bestimmter Filmsequenzen mit Musik, welches seine extremste Form in der Form des Mickey-Mousings einnimmt, eine von drei Kompositionstechniken der Filmmusik dar und hat ihren filmmusikalischen Ursprung in der Stummfilmzeit. Tonlose Filme wurden nämlich von Live-Musikern und Orchestern mit musikalischen Motiven unterlegt, welche sich mit dem Auftreten bestimmter Personen, Gefühle oder Situationen wiederholten. Einer der ersten Vertreter der Leitmotivtechnik als Kompositionstechnik der Filmmusik war Erich Wolfgang Korngold, welcher mit seiner Musik zu dem Film King's Row sicher auch keinen anderen als John Williams zu seinem King's Row-ähnlichen Hauptthema von Star Wars inspirierte. Hör dir hier mal die Ähnlichkeit zwischen dem Hauptthema von Star Wars und King's Row an. Es ist nicht durchweg ähnlich, aber die Art und Weise und die Technik, die hier benutzt wurde, die geht doch eindeutig auch zu Star Wars weiter. Zu einem weiteren frühen Vertreter der Leitmotivtechnik in der Filmmusik zählt übrigens auch Max Steiner. Max Steiner hat damals für monumentale Filmwerke wie Casablanca, Vom Winde verweht und King Kong und die weiße Frau seine Filmmusik geschrieben und dort die Leitmotivtechnik eingesetzt. Die Verwendung des Leitmotivs findet heute auf drei Arten statt. Zum einen als Motivzitat. Hier wird das Leitmotiv unverändert gelassen und das Leitmotiv entwickelt sich auch nicht weiter. Dann gibt es dann noch die Idee fix. Dort entwickelt sich ein Leitmotiv zum Beispiel mit dem Protagonisten weiter und eine voll entwickelte Leitmotivtechnik in klassischer Form stellt dann die dritte Form, wie die Leitmotivtechnik heute eingesetzt wird, dar. Die Leitmotivtechnik findet heutzutage nicht nur in der Filmmusik Anwendung, sondern auch in Serien wie Game of Thrones und Videospielen wie der Final Fantasy Reihe, Zelda und World of Warcraft. Außerdem beeinflusst hier der Spieler jeweilige Entwicklung der Leitmotive durch Handlungen, Reisen und Entscheidungen. Der Spieler selber führt ja also Regie. Klick jetzt gerne auf Abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und kein Video mehr zu verpassen. Lass mir ein Gefällt mir da, wenn dir dieses Video gefallen hat und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.